ihr Lieben, heute gibt es ein neues Video zum Thema Darm. In meinem letzten Video habe ich euch erzählt, dass sich in unserem Darm mehrere Kilo alter Kot befinden kann, wenn man jahrelang ungesund gelebt hat, also sich ungesund ernährt hat, das heißt von tierischen Produkten, von Industrieprodukten, von stark erhitzten Lebensmitteln und auch von stark verarbeiteten Lebensmitteln, wie zum Beispiel Getreideprodukte, also Brot, Nudeln und Backwaren. Und wer immer noch nicht glaubt, dass all diese Lebensmittel dazu führen, dass sich eben Ablagerungen in unserem Darm befinden und dass auch unser Darm in der Lage ist, mehrere Kilo von diesen Abfällen in sich zu behalten, dem empfehle ich nochmal in meine Infobox zu schauen. Da habe ich nämlich ein Video verlinkt, genau wie bei meinem letzten Video, das eben ja, Aufnahmen von unterschiedlichen Därmen zeigt von Menschen, die sich Jahre oder Jahrzehnte lang von diesen Lebensmitteln, die ich gerade aufgezählt habe, ernährt haben. Und das ist wirklich sehr schockierend und sehr augenöffnend, wie der Darm da aussieht. Am meisten werden einem aber die Augen geöffnet, wenn man diesen Reinigungsweg einfach selber geht. Wenn man seine Ernährung umstellt auf eine vegane, rohköstliche Ernährung und eben vollwertige pflanzliche Lebensmittel konsumiert, wenn man fastet, wenn man Darmspülungen und Darmsanierung macht und wenn man einfach an seinem eigenen Körper sieht, was erstens alles so aus dem Darm rauskommen kann an Abfall und zweitens auch die psychischen und physischen Veränderungen an sich selber sieht, wenn man eben seinen Darm immer weiter reinigt. Und dann kann man eben auch den Zusammenhang herstellen zwischen unserem Darm und unserem Wohlbefinden. Und dann sieht man eben, okay, anscheinend war mein Darm doch nicht so sauber und gesund, wie ich gedacht habe, wenn erst jetzt mit der Reinigung meines Darms gesundheitliche Probleme verschwinden und mir es im Allgemeinen einfach besser geht. Und das ist auch für mich der beste Beweis oder Beweis genug, wenn ich das alles an meinem eigenen Körper sehe, was alles an Müll aus dem Darm rauskommen kann, wenn man mal eine Darmspülung oder eine Darmsanierung macht. Und das konnte ich jetzt vor 2 oder 2,5 Wochen mal wieder sehr schön mit meinen eigenen Augen sehen, als ich eben meine erste Colon-Hydrotherapie gemacht habe. Und darum soll es heute auch gehen. Ich möchte euch heute erzählen, was überhaupt eine Colon-Hydrotherapie ist und was so meine Erfahrungen damit waren. Also, die Colon-Hydrotherapie ist neben dem Einlauf eine Möglichkeit zur Reinigung des Dickdarms mithilfe von Wasser. Genau wie bei einem Einlauf hat sie das Ziel, den Dickdarm von alten Ablagerungen und ja, altem Kot und Fäulnissen zu befreien. Der Unterschied ist jedoch, dass bei einem Einlauf nur ungefähr 1 bis 2 Liter in den Darm gespült werden können, während das bei einer Colon-Hydrotherapie gute 10 bis 20 Liter sein können, je nachdem, wie verdreckt der Darm ist und wie viel Wasser letztendlich in ihn hineinpasst. Also der Dickdarm wird bei einer Colon-Hydrotherapie wirklich sehr gründlich gereinigt. Das Wasser kann da schön durch den Dickdarm fließen, während das bei einem Einlauf eher so ist, dass nur der untere Teil des Darms gereinigt wird. Die Colon-Hydrotherapie wird auch nicht zu Hause durchgeführt, wie man es meist von Einläufen kennt, sondern bei einem Heilpraktiker oder bei einem Therapeuten. Und dafür legt sich der Patient dann einfach auf die Seite. Untenrum ist alles abgedeckt. Und dann wird ein kleines Röhrchen in den After geschoben und darüber läuft dann Wasser in den Darm. Der Darm wird durchgespült und mithilfe eines zweiten Röhrchens wird dann der gelöste Darminhalt und das Wasser wieder ausgespült. Man muss also nicht zur Toilette gehen und sich selbst entleeren, sondern das geschieht ganz automatisch durch dieses geschlossene Schlauchsystem, bei dem eben der Darminhalt durch diesen Abflussschlauch geruchlos und sauber in die Kanalisation geleitet wird. Und was da alles so aus dem Darm rauskommt, das kann man über ein Sichtfenster von diesem Colon-Hydrogerät sehen. Also man sieht dann den alten Kot und die anderen Ablagerungen, wie sie eben durch diesen Abflussschlauch laufen. Damit die Darmmuskulatur während dieser ganzen Prozedur einfach noch ein bisschen angeregt wird, wird auch mit unterschiedlichen Wassertemperaturen gearbeitet.
Das warme Wasser sorgt dafür, dass die Darmmuskulatur sich einfach ein bisschen entspannt. Und das kalte Wasser ist dafür da, damit eben entzündete Stellen einfach ein bisschen abklingen. Und zum anderen wird die Bauchdecke oder der Darm sanft massiert. So kann der Therapeut Schwachstellen im Darm ertasten und das Wasser gezielt in diesem Bereich laufen lassen. Wie oft man eine Kolonhydrotherapie durchführen sollte, hängt ganz vom Patienten ab. Also je nach Ernährung, Gesundheitszustand, Darmkonstitution benötigt man 3 bis über 10, über 15, über 20 Therapien, um den Dickdarm vollständig von alten Ablagerungen zu befreien. Aber man kann auf jeden Fall die Anzahl dieser Sitzungen reduzieren, indem man seinen Darm einfach neben der Kolonhydrotherapie anderweitig reinigt, also mit Flohsamenschalen und Bentonit oder aber natürlich auch durch die Umstellung auf eine pflanzliche, basische und ballaststoffreiche Ernährung. Grundsätzlich ist eine Kolonhydrotherapie wirklich für jeden Menschen geeignet. Also wenn man sich sein ganzes Leben lang ungesund ernährt hat, dann sollte man wirklich mal eine Kolonhydrotherapie gemacht haben. Und natürlich auch, wenn man an gesundheitlichen Problemen leidet, wie zum Beispiel an Verstopfung, Blähungen, an Depressionen, an Allergien oder an schlechte Haut, da kann eine Kolonhydrotherapie wirklich sehr weiterhelfen. Aber man sollte sie am besten nicht machen, wenn man gerade schwanger ist, wenn man gerade am Darm operiert worden ist oder wenn man eine schmerzhafte Analerkrankung hat. Kommen wir zu meinen Erfahrungen. Wie bereits gesagt, hatte ich vor 2 oder 2,5 Wochen meine erste Kolonhydrotherapie. Ich habe davor schon sehr viele Einläufe zu Hause selber durchgeführt und ich ernähre mich seit 4,5 Jahren vegan und seit 2 Jahren von Rohkost. Also mein Darm ist natürlich schon um einiges sauberer, als er es vor meiner Ernährungsumstellung war. Aber ich habe einfach in den letzten Monaten gemerkt, dass da noch nicht alles so ist, wie es sein könnte und dass da noch ein paar Problemchen sind in meinem Darm, dadurch, dass ich eben 20 Jahre lang sehr viel Müll gegessen habe. Und ja, es hat sich einfach für mich richtig angefühlt, jetzt eine Kolonhydrotherapie zu machen. Ich habe das Ganze hier in Thailand gemacht, in Chiang Mai, in einem ayurvedischen Gesundheitszentrum. Ich bin da hingegangen, habe mich erst ein bisschen erkundigt. Mir wurde erzählt, worauf ich achten sollte, dass ich zum Beispiel vor und nach der Behandlung keine schwere Kost essen sollte, keine würzigen, scharfen Gerichte, kein Fleisch, kein Alkohol trinken soll. Dann wurde mir auch der Raum gezeigt und erzählt, dass das Ganze 1 Stunde ungefähr dauern wird. Und 2 Tage später konnte ich dann zum Termin erscheinen und es ging auch direkt los. Ich bin in den Raum und da war dann noch ein separater Raum, also das Badezimmer, wo ich mich eben untenrum freigemacht habe. Und die intimen Stellen kann man dann mit einem Handtuch überdecken und dann ging es eigentlich auch schon los. Also ich habe mich auf die Liege gelegt, seitwärts. Dann wird dieses Kunststoffrohr in den After geschoben und es ist ein bisschen anders als bei einem Einlauf, weil es größer ist. Es war aber nicht unangenehm oder so. Also da muss man sich keine Sorgen machen, dass das irgendwie wehtut oder so. Vor allem, weil eben auch zur Hilfe so ein Gel benutzt wird. Nachdem das Röhrchen dann in meinem After war, wurde langsam das Wasser in den Darm geleitet und die Therapie wurde übrigens von 2 Frauen durchgeführt. Die waren super lieb und rücksichtsvoll. Also wer irgendwie glaubt, dass das Ganze sehr peinlich ist und man sich da schämt oder schämen muss, das ist überhaupt nicht der Fall. Generell wird einfach bei solchen Behandlungen darauf geachtet, dass sich der Patient sehr wohl fühlt und entspannen kann. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und natürlich war ich am Anfang ein bisschen angespannt und aufgeregt, weil das einfach für mich das erste Mal war und das doch ein bisschen intimer ist. Aber also die geben einem da wirklich ein gutes Gefühl und dieses anfängliche Scham
Gefühl oder diese Anspannungen, die vergehen dann auch einfach mit der Zeit. Das Wasser wurde also in meinen Darm geleitet und genau wie man die Wassertemperatur bestimmen kann, kann man auch die Fließgeschwindigkeit bestimmen. Und so kann man sich eben sehr nach den Bedürfnissen des Patienten richten. Also wenn man einen Druck verspürt, dann kann man eben sagen, dass man langsamer machen soll. Oder man kann auch sagen, stopp. Und dann entleert man sich eben der Darminhalt und das Wasser wird abgeleitet. Und dann beginnt ein neuer Durchgang. Bei mir waren das insgesamt 3 Durchgänge. Beim ersten Durchgang wurde mein Bauch schon massiert. Und es kam auch schon einiges raus und es war vor allem neuer Kot, also von Lebensmitteln, die ich die Tage vorher gegessen habe. Und es hat mich ein bisschen gewundert, weil ich eben ganz normal jeden Tag auf Klo gehen konnte. Aber ja, dann zu sehen, dass anscheinend noch nicht alles rausgekommen ist, war sehr interessant. Beim zweiten Durchgang war dann dieses Gefühl des Überraschtseins auf jeden Fall noch ein bisschen größer. Also mein Bauch wurde wieder massiert, diesmal ein bisschen stärker und es wurde auch ein warmes Öl benutzt, fand ich sehr, sehr schön. Und man hatte echt das Gefühl, als würde die Therapeutin ganz genau wissen, wo so die Schwachstellen im Darm sind und wo auch der ganze Scheiß festsitzt. Und dann habe ich irgendwann so einen starken Druck verspüren können. Also ich habe echt gemerkt, dass da noch was festsitzt. Und habe dann auch erstmal Stopp gesagt, damit sie das Wasser und den Darminhalt eben rausspülen. Und ja, was kam da raus? Es kam schwarzer, alter Kot raus. Also, ja, Entschuldigung, wenn das jetzt für einige zu intim ist, zu viel Information. Aber ich möchte es einfach so real halten wie möglich. Und ja, es war alter Kot. Ich weiß nicht, ob es irgendwie Ablagerungen waren von meiner damaligen Ernährung. Es war auf jeden Fall alter, schwarzer, pechschwarzer Kot, auch nicht wenig. Also teilweise schon so einige Brocken. Und mir wurde auch von den 2 Frauen bestätigt, dass das alter Kot ist. Der möglicherweise schon sehr, sehr lange im Darm festsitzt. Und ja, das ist wirklich sehr, sehr augenöffnend für mich gewesen, obwohl ich natürlich schon davor wusste, dass sich das alles im Darm befinden kann. Aber das dann einfach nochmal mit den eigenen Augen zu sehen, ja, das war interessant. Beim dritten und letzten Durchgang war es dann so, dass nur noch Wasser in meinen Darm gespült worden ist, aber eben nicht mehr durch diesen Abflussschlauch zurückgelaufen ist. Also ich musste dann auf Toilette gehen und mich selber entleeren, aber das war auch vollkommen okay, weil man einfach Stopp sagt, wenn man das Gefühl hat, der Darm ist gut gefüllt, also da kann nichts schief gehen. Genau, und dann entleert man sich einfach und bei mir kam dann beim dritten Durchgang nicht mehr so viel raus, dadurch, dass ich eben bei den Durchgängen davor schon echt viel aus meinem Darm losgeworden bin. Nach einer Stunde war ich dann fertig, ich durfte mich anziehen. Und mir wurde dann im Anschluss noch ein probiotisches Getränk gegeben und dann habe ich mich noch kurz mit den beiden Frauen unterhalten. Die haben mir gesagt, dass mein Darm alles in allem wirklich sauber ist für die heutigen Verhältnisse. Natürlich hat man auch noch alte Kotreste in meinem Darm finden können und deswegen wurde mir dann auch empfohlen, dass ich noch 1 bis 2 weitere Colon-Hydrotherapien machen sollte. Und da sieht man einfach nochmal, wie viel der Darm einlagern kann und wie viel Müll sich im Darm befinden kann. Also alte Kotreste und Schlacken im Darm sind kein Märchen, das ist Realität. Wer es nicht glauben möchte, dem empfehle ich wirklich einfach mal selber eine Colon-Hydrotherapie zu machen. Natürlich nach Absprache mit dem Heilpraktiker.
und ja, das einfach mal mit eigenen Augen zu sehen. Ja, die Kolonhydrotherapie war vorbei. Ich bin nach Hause gegangen und ich habe mich wirklich sehr, sehr gut gefühlt. Also ich hatte so ein unglaubliches Gefühl der Entspanntheit. Ich habe mich so leicht gefühlt. Der Verstand wurde auch noch mal viel klarer, das Energielevel war viel höher und ich konnte auch am nächsten Tag ganz normal auf Toilette gehen, also da gab es keine Probleme oder so. Und ja, ich habe mich alles in einem sehr, sehr gut gefühlt, so gut wie lange nicht mehr. Und deswegen kann ich persönlich nur Gutes über die Kolonhydrotherapie berichten und ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich sie gemacht habe. Okay, ihr Lieben, das war mein Erfahrungsbericht zur Kolonhydrotherapie. Vielleicht war das für den einen oder anderen von euch interessant oder auch sehr hilfreich, wenn man mit dem Gedanken spielt, dasselbe zu machen. Genau wie ein Einlauf ist eine Kolonhydrotherapie nichts Ekelhaftes oder etwas, wovor man sich schämen sollte, sondern es ist wirklich eine sehr saubere und hygienische Methode, um den Darm zu reinigen und zu entlasten. Im dritten und letzten Teil dieser kleinen Videoreihe über den Darm wird es dann um die Kassierfistula gehen. Da haben sich ja einige von euch ein Video zu gewünscht, was mich sehr, sehr freut. Also ich freue mich, euch diese interessante Frucht ein kleines bisschen näher zu bringen. Und ja, ich glaube, das war es soweit von mir. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.